Anja, ich komm dich holen. Terroristen, Parasiten, wollen sie ihresgleichen befreien? Während sie ihre dreckigen Füße in diese Hallen setzen, vergessen sie nicht, dass sie sich einer Zivilisation entgegenstellen, die alle anderen übertrifft. Denken sie daran, wenn ich die Maschinenmenschen loslasse. Es ist schon übel. Wo muss ich jetzt lang? Da hinten. Ich bin bei Ihnen zu Hause, General. Wird heute also Geschichte geschrieben. Dummes Scheißvieh. Das war taktisch nicht ganz so intelligent. Na komm. Hä? Der ist doch gerade explodiert. Jetzt bin ich verwirrt. Aber wenigstens sind wir endlich im letzten Kapitel. Das bedeutet, dass Wolfenstein wahrscheinlich mein zweitkürzestes Let's Play-Projekt wird, mit etwas Glück, je nachdem, wie ich es jetzt zusammenschneide. Lass den nicht in die Bade! Na, mein Freund. Aha. Lecker. Schön Nazi-Körperteile überall rumfliegen. Danke, dass ihr mal wieder meine Aufnahmen am Crashen seid. Zum Glück ist es keine Szene, die ich als Thumbnail benutzen könnte. Das ist auch der Hauptgrund, warum ich eigentlich normalerweise bloß im Steam-Familienmodus aufnehme. Weil ich dann keine Benachrichtigungen bekomme, wenn jemand mich anschreibt oder so. Oder wenn jemand ein Spiel öffnet. Oh Leute, ich hab seinen Kopf weggeknallt. Das war's für dich, mein nationalsozialistischer Freund. Er kommt! Na los, wenn ihr es! Dafür müsst ihr euer bezahlen! Nö. Werd ich nicht. Ich bin viel zu gut. Kriegt ihr das Spiel nicht gestartet oder warum kriege ich jetzt 30 mal seine Meldung, verfluchte Scheiße? Das ist ja mega nervig und vor allen Dingen mega irritierend. Okay, ich bin tot. Ich bin so gut wie tot.
Ich habe hier gerade so viel taktisch Unkluges getan. Du konntest ja eigentlich gerade quasi gar nicht von Taktik reden, so bescheuert war das, was ich getan habe. Ja, von mir aus. Na, meine nationalsozialistischen Freunde, wo seid ihr denn? Ja, okay. Strasse ist schon ein ziemlicher Psychopath. Wie alle Nazis. Und scheinbar ziemlich stolz auf sich selber. Aber ist ja die Engeln-Oh. Haben wir ja nie am eigenen Lager gesehen. In Cello. Beziehungsweise... Oh Gott, wie hieß das gleich nochmal im Original? Irgendwas mit B. Belizia, glaube ich. So, jetzt bist du da! Jetzt lass mich doch einfach mal. Alter, was soll denn. Was war denn. Hä? Bin ich jetzt an dem Stück Metall da oben hängen geblieben oder was soll die Scheiße? Sieht so aus, als wäre ich echt an diesem Stück Metall hängen geblieben. Alter, was soll denn die Scheiße? Ich krieg einen Anfall. Ich krieg einen Anfall. Das ergibt keinen Sinn hier. Ja, genau das hören sie nicht. Dieses Spiel ist so realistisch. Boah, yo. Na, mein nationalsozialistischer Freund, kommst du mal ran? Wo ist denn er letzte? Achtung!
Und boom. Gestellt. Nice. Habe ich das damals auch so spät erst bekommen? Ich bild mir eingestellt, hatte ich schon viel eher bekommen in meinem ersten Walkthrough. Ich dumme Nazi-Sau, jetzt stirb doch mal. Du stehst hier alleine, da musst du das... Wow. Videospiellogik on a point. Wo? Boy, wo bist du? Da ist der Boy. Wie viele Soldaten sie auch töten, wie viel Beton sie auch zerstören, sie werden mein Erbe niemals beschützen. Ich habe ein neues Zeitalter eingeläutet. Ein Zeitalter der Vernunft, der Reinheit, der Stärke. Sie folgen nur ihrer primitiven Wut. Vergleichbar mit einem Gorilla im Dschungel, der sich auf die Brust trommelt. Nur weit weniger impulsant. Die Doppelmoral an dem Ganzen ist, er meint, sie folgen nur ihrer primitiven Wut. Auf der anderen Seite waren es doch die Nazis, die angefangen haben, irgendwelche Leute in Konzentrationslager zu stecken. Auf Basis ihrer eigenen Wut. Auf besagte Gruppen. Ich habe Sichtkontakt! Wow. Nice. War ja nicht da. Die anderen zwei sind voll okay. Oh Gott, es geht nach. Ich habe gerade nur noch 30 Frames. Geil, die sind beide fast alle. Jo, was passiert denn hier gerade? Ich sehe fast nichts. What the fuck? Das ergibt keinen Sinn. Ich hatte doch gerade noch 80 HP. Wo sind meine 80 HP auf einmal hin gewesen? What the fuck? Alter, es geht denn ab? Ich weiß nicht, wo meine Framerate ist. Das gefällt mir auf jeden Fall nicht.
Ohne Witz, mit 40 FPS den FPS-Shooter zu spielen, ist schon problematisch. Und ja, mir ist bewusst, dass ich quasi gerade First-Person-Shooter-Shooter gesagt habe, aber egal, ihr wisst ja, was ich meine. Ich habe keine Granaten. Da stand einer. Wieso? Yo, my boy. Ich hoffe, in der Zeit, wo ich jetzt auflade, kommen nicht zwei. Kommentarlos. Ja, gut zu wissen. Die Dinger sind hier ultra nervig platziert. Du musst immer ein halbes Jahrtausend rennen. Jetzt hab! Ich dich auch, mein Freund. Jungs, mir reicht's. Ich habe das jetzt 3 oder 4 Mal probiert. Krieg's nicht hin. Deswegen machen wir das im nächsten Part weiter. Bis dahin, ciao. Ach ja, und eventuell ist der nächste Part schon das Finale. Das wird wahrscheinlich so sein, weil ich glaube, Totenkopfbasis ist das letzte Kapitel. Ja, jedenfalls sehen wir uns im nächsten Part wieder und bis dahin, ciao.